Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge EA Sports PGA Tour an meinem Kanal. Und wir haben die Finals erreicht der Confederate Tour. Und das erste oder das nächste Turnier, Woche 8, wäre die Boston Open in TPC Boston. Aber bevor wir loslegen, ja, es ist jetzt offiziell, gestern Abend kam noch ein Video raus mit The Apex Sound und EA, denn sie haben jetzt praktisch das Update bestätigt. Es wird also am Dienstag released. Dienstag sollen die Server heruntergefahren werden, abgedatet werden und dann soll der Patch für den Ryder Cup kommen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, es ist eigentlich nichts dabei, was man hätte nicht erwarten dürfen. Ist natürlich klar, es wird alles auf den Ryder Cup Mode umgestellt. Wir werden die Trophäe zu sehen bekommen und die Spieler werden die Ryder Cup Outfits erhalten. Das Video geht knapp 45 Minuten. Die Herrschaften spielen ein Matchplay auf, ich glaube, über 9 Loch und erzählen eben dabei, wie toll dieses neue Update sein soll. Okay, ich wage das zu bezweifeln, wenn man dann ein bisschen in die Kommentare reinliest, dann sieht man dann doch die große Enttäuschung. Immer noch kein Crossplay. Es wird keine europäischen Spieler geben, aus welchen Gründen auch immer. Meistens sind es natürlich Lizenzgründe, aber ein Ryder Cup zu spielen, wo man nur US-Boys hat und hat eigentlich keine, ja, für die KI europäische Spieler, ist ein bisschen enttäuschend. Und sorry, wenn ich das sage, aber ich brauche nicht die 38. Mütze jetzt in diesem Game, nur weil da jetzt Ryder Cup draufsteht. Aber das sind so eben die Effekte, dass der Platz kam, der Marco Simeone Platz, das war ja klar. Das stand auch schon in FAQs drin, dass natürlich zum Ryder Cup der entsprechende Platz auch gelauncht wird. Ist ja auch logisch, sonst bleibt man ja nicht in den Seasons. Ansonsten konnte ich nicht erkennen, ob da jetzt wirklich ein Wahnsinns-Update dabei ist. Natürlich, wie gesagt, alles im Ryder Cup-Stil. Das Besondere ist dann auch ein bisschen, dass man das wohl im Online-Mode spielen kann. Und auch da steht ja in den Kommentaren, dass ja das Online-Mode bei EA Sports PGA Tour jetzt nicht gerade der Burner ist. Und naja, ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Entscheidend ist halt, wenn ihr auf Ryder Cup geht, dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr eben dann für Europa oder für die USA antreten wollt. Und dann entscheidet sich nämlich, und das sehen wir dann auch hier, beziehungsweise wir gucken dann mal kurz rein. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, der Pro-Pass. Man sieht es ja auch hier, Season endet in 3 Days. Am Dienstag also wird es einen neuen Pro-Pass-Pfad geben. Und das Thema ist natürlich, dass die ganzen Bonis für den Ryder Cup, die Outfit-Bonis und so weiter, sind natürlich nur im oberen Teil zu haben, nicht im freien Teil, also nur im Premium-Teil, den man aktivieren muss gegen in Anführungszeichen Gummipunkte. Also auch hier, wichtig ist für euch, und ich glaube, das wird auch schon oder wurde bereits angezeigt, dass natürlich alle Tokens, die ihr euch hier erspielt habt in dieser Season, unbedingt einlösen, die entsprechenden Errungenschaften oder die entsprechenden Geschenke unbedingt einlösen vor Dienstag, weil sonst gehen sie verloren. Es beginnt eine völlig neue Season und dann wird es auch wieder neue Punkte dazu geben hier im Pro Pass. Okay, also lassen wir uns überraschen. Am Dienstag, wie gesagt, wird der neue Season, der neue Patch kommen. Was dann auch sonst noch drin ist, bezüglich vielleicht Verbesserungen oder letztendlich auch Fehlerbeseitigungen, denn da scheint man wohl jetzt im Wesentlichen den Fokus drauf zu setzen. Das werden wir dann alles sehen. Ist jedenfalls noch nicht, wie ich gesehen habe, auf der Webseite von EA gelauncht. Also nichtsdestoweniger lassen wir uns überraschen, was dann nun dann wirklich kommt für den Ryder Cup. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Video in die Beschreibung mit Apex Sound und den Jungs von EA und dann könnt ihr euch das selber ansehen, anhören und vor allen Dingen dann auch die Kommentare durchlesen. Ja, die sehr gemischt sind. Die einen feiern es, die anderen, ja, okay. Ich will mich da nicht weiter dazu äußern. Aber wozu ich mich äußern will, bevor es hier losgeht bei den Boston Open und wir den TPC Boston spielen, ist, dass ich mich freue, dass ihr an meiner kleinen Umfrage teilgenommen habt und im Moment für nämlich unseren Stream Matchplay
Ryder Cup mäßig habt ihr euch im Moment für Köpker-Schäufele entschieden. Da ist also im Moment der Vorsprung. Aber ihr könnt noch abstimmen. Geht einfach in die Community. Dort gibt es ein Abstimmungspanel und dann gebt eure Stimme ab. Mit wem oder gegen wen ich, und wie gesagt, mangels Spielern werde ich mit Ian Poulter spielen. Gegen welchen US-Flight ich dann antreten darf, US-Team ich dann antreten darf. Und wie gesagt, im Moment führt Köpker-Schäufele gegen Scheffler, Cantlay und Spieth Schäufele. Das sind im Moment eure Favoriten. Okay, das soweit. Und wir haben die ersten 5 Minuten in dem Video jetzt wieder verbracht mit Informationen und Danksagungen. Und Dank sage ich auch euch natürlich recht herzlich für eure Teilnahme, für euer Interesse. Ich freue mich immer über eure Kommentare und über ein Däumchen, gar keine Frage. Und wenn ihr auch sonst keine Folgen mehr verpassen wollt hier auf diesem Kanal, dann wäre natürlich ein Abo sehr, sehr hilfreich. Okay, wir starten in Woche 8 und werden jetzt, wie heißt es so schön, bei einer empirischen Untersuchung sollte man natürlich genügend Tests auch durchgeführt haben. Nachdem wir ja beim letzten Turnier diesen Quick Mode ausgetestet haben und trotzdem, ihr seht es ja unten, das Turnier gewonnen haben, interessanterweise, möchte ich das gleiche jetzt auch nochmal hier machen bei TBC Boston, bei der Boston Open. Das nächste Turnier würden wir dann, lass mich mal kurz schauen, das nächste Turnier wäre dann Quail Hollow. Da würden wir dann vermutlich wieder nochmal ausprobieren, die eine Runde. Und das letzte Turnier, Pebble Beach natürlich, da gehen wir dann wieder über die komplette Distanz mit Back 9, Front 9. Und da wollen wir dann schauen, dass wir tatsächlich hier diese Korn Ferry Tour Championship gewinnen und diese Trophäe mit der mit Sicherheit berauschenden Animation am Ende in unser Regal stellen können. Okay, wir legen los. Boston Open. Wir schauen mal. So, wir haben Round Type Quick, Rounds per Event 4. Und das lassen wir auch so. Wir legen los. Er wechselt die Kleidung und wir schauen mal ganz kurz nach dem Wind. Ja, 6 bis 9 Miles per Hour, der ist auf jeden Fall spürbar, aber wir nehmen das mit, wie es ist. Wir starten TBC Boston und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From TPC Boston in Norton, Mass., live first-round coverage of the Boston Open. We've got a full field ready to get rolling on this Thursday as we get a look at the early leaderboard. A number of folks in contention, including our leader. Coming now to the drivable 298-yard par 4 fourth. Few options off the tee. Lay up and have a full approach. Land in the wide part of the fairway. Or go for broke, but be careful of that massive bunker guarding the left side of the green. We head out to the course as we pick up the action on the tee at the par 4 fourth. So, wir schauen als erstes mal wieder ins Leaderboard und sehen, dass wir im Moment relativ gut dabei sind. 1 unter Par, 13. Es heißt natürlich heute wieder gut Punkte einsammeln bzw. einen guten Score erspielen, damit wir den Cut schaffen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. So, er hat uns schon an der 3, am Par 3 schon mal ein Birdie geschenkt. Das ist nicht schlecht. Wir starten diesmal an der 4. Ich glaube, das letzte Mal sind wir an der 7 gestartet, haben dann 5 Löcher gespielt. Ich bin mal gespannt, wie viel wir hier spielen dürfen. Auch, ja, 5 Löcher. Okay, das ist ein Drivable Par 4, 298 Yards. Die Frage ist natürlich immer genau, wo haut man den rein? Die meisten versuchen natürlich, das Grün zu erreichen, aber wir sehen, dass die Fahne ganz, ganz hinten steckt, hinter dem Bunker. Und da würde ich doch sagen, versuchen wir vielleicht eher... Ups. Ach so, okay, wir haben Gegenwind. Wir könnten natürlich mit dem Driver versuchen, da hochzukommen. Dann würde er im Zweifel drüber laufen oder rechts runter. Gegenwind, okay. Ja, ich würde doch sagen, wir probieren das doch einfach mal. Und schauen mal, was passiert. Auf jeden Fall können wir dir dann schön kurz auf
die Fahne hoffentlich pitchen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die erste Runde der Finals der Korn Ferry Tour. So, der Ball geht raus. Okay, das ist nicht verkehrt. Auf jeden Fall liegt der. Beautiful tempo to that. Okay. This is going to wind up squarely in the fairway. So, von da aus können wir natürlich gut pitchen, haben viel, viel Grün zum Anspielen. Okay. How do you approach this first tournament? Well, Rich, let's be honest. If you're teeing it up in the Korn Ferry playoffs, the regular season hasn't gone as well as you had hoped, but every single one of these players has a chance to reverse those fortunes in this three-week run to the finish. So, das Thema ist natürlich, dass wir ja direkt eine Welle vor uns haben. Wenn der Ball in die Welle kommt, dann springt er praktisch hoch und wird sofort bremsen. Also die Frage ist, wo lassen wir den Ball landen? Ja, und ansonsten wird er drüber rollen. Er muss ja eigentlich die Welle hochlaufen und dann wird er nach rechts gehen. Okay, wir versuchen das einfach mal so. Der Wind ist eigentlich uninteressant. Ja. Okay. So, und jetzt lauf, 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 lauf. Okay. Yep, played that nicely. That'll work out just fine. A straightforward look here for birdie. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Am Anfang gerade. Hinten wird er uns dann ein bisschen nach links brechen. Das Ganze ist level. Aber wir geben ein bisschen mehr Speed mit. Damit er durchs Break geht. Sauber. Yeah, that's a well-played hole. It's a birdie here at four. Frank, the fifth hole, beefy at 466 yards. What's the best way to attack here? Well, it's a gentle dogleg left, Rich. That first bunker really doesn't come into play on the right side. The one on the left is the one you've got to be cognizant of. Get something a little right of that, you'll have second shot around 160, 170 yards in. So, jetzt ist natürlich klar, sollten wir, das ist jetzt natürlich wieder Spekulation, dieses Turnier gewinnen, gibt es 1000 Punkte. Und wenn ich richtig gesehen habe, führen wir mit 1900 und paar Zerdrückte. Also das heißt, dann wären wir eigentlich rein theoretisch nicht mehr, fast nicht mehr einzuholen und müssten die Confederate Tour gewinnen, zumindest wenn wir dann zweimal den Cut schaffen. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. So, die Fahne steckt ziemlich weit. Ja, steckt die jetzt kurz? Wo steckt die eigentlich? Die steckt vorne kurz, ne? Okay, wir müssen schauen, dass wir eigentlich rechts ins Fairway kommen. Ja. Und wir haben etwas Rückenwind. Das heißt, zu lang darf der eigentlich auch gar nicht werden. Ja, wir lassen ihn einfach laufen. Mit dem Wind müsste er leicht rechts am Bunker vorbeigehen. Okay. Ja, jetzt rollt er noch ein bisschen links runter, hoffe ich. We'll do just fine. Ein ordentlicher Drive, wieder Mitte Fairway. Ja, Mitte Fairway nicht, aber im Fairway. Hervorragend. Second shot coming up and we say hello to Iona Steven. So, mit dem Wedge. 131 yards to get you to the front portion of the green. 139 yards will get you to the flag and the pin on the front portion. So, wir haben Rückenwind. Der wird sich mit Sicherheit bemerkbar machen. Es ist aber auch ein bisschen höher und besser, wir landen hinten. Da hinten ist auch eine Welle, das heißt ein Plateau. Dann dürften wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall auf dem unteren Plateau bleiben. Das müsste eigentlich so passen, denke ich. Yep. Okay, das sieht nicht verkehrt aus. Vielleicht hat er ein bisschen Backspin. Ja, bleibt nur liegen. Okay. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. So now this, right around 25 feet for birdie. So, es geht 8 inches nach unten.
8 Inches nach unten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein Kästchen. Ja, ich bin da immer bei nach unten, ist natürlich immer schwierig. Das Ganze jedenfalls von rechts nach links. Es ist nicht so dramatisch und im Zweifel schauen wir einfach, dass wir rechts vom Stock bleiben. Ja, am Anfang geht es etwas schneller und dann wird es langsamer. Okay. Ja, nach hinten läuft er nicht so richtig aus. Das müsste aber eigentlich so passen, denke ich, hoffe ich, weiß ich. Ah, schade, okay. Aber gut unterwegs. Das war jetzt wieder natürlich das Zusammenspiel zwischen Tempo und Richtung. Wir hätten etwas weiter oben anhalten müssen oder eben einfach ein bisschen mehr Gas, mehr Spouts. So, das ist Level. Aber hier unten ist es eigentlich easy. Yeah, zum Par. It is a par here at the fifth. And he'll stay at 200. Now we come to the challenging 465-yard par 4 sixth. Long, slight dogleg left through a narrow chute with two bunkers guarding the right side of the fairway. Par is definitely a good score here. So, eine interessante Bahn mit Wasser links und rechts und dahinter. Oh ja, da müssen wir hier durch die Bäume. Okay. Das sollte uns aber gelingen, wobei wir natürlich das Thema haben. Augenblick. Ja, ja, das geht schon, das geht schon. Der Wind wird ihn nach links drücken. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu machen. Einfach nur aufs Fairway. Einfach nur aufs Fairway und den Wind für uns arbeiten lassen. Genau, sehr schön. Sehr, sehr schön. Now a second from 162. 166 Yards. Der Wind drückt den Ball nach links. Da oben ist auch wieder ein Plateau. Da müssen wir den Ball zum Liegen bringen. Ich denke aber, ein Eisen 9 sollte doch auch reichen. Approach. Okay. Der Wind wird uns doch eigentlich helfen müssen, oder? Ja, der Wind müsste uns helfen, den Ball da hochzubringen. Auf jeden Fall einen kürzer. Das sollte doch dann so passen. Ein bisschen mehr nach rechts ausrichten. Ich denke, damit können wir gut leben. A little unlucky there. That ball landed very close to the flag, but look how far it's gone on. Wichtig ist natürlich, da oben auf dem Plateau zu landen, damit man eben relativ gute Putts spielen kann. Ja, es geht aber trotzdem bergauf, sehe ich gerade. Es geht trotzdem bergauf, 3 Inches. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall guten Kästchen mehr machen. So, das Ganze wird hier kurz nach links gehen. Es läuft erstmal gerade ziemlich, dann geht es nach links rüber. Ja, die Frage ist, wie viel? Ja, und jetzt? Nee, hat er doch nicht gemacht. Hat er doch nicht gemacht. So, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Da haben wir etwas mehr Break. Safely in for par here at the sixth, and he'll stay right where he is. So, drei Bahnen haben wir gespielt. Par five here, Frank, the seventh. But it's reachable. There's some mounds down there. If you keep it down the right side, hopefully that tee shot can get a little forward, and then that green angled at about 45 degrees, very reachable.
So, wenn ihr bereits die ersten Informationen zu dem neuen Update habt oder das euch angesehen habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder wie ihr das Ganze seht, wie ihr das Ganze versteht, dieses Video bezüglich eben dem Ryder Cup Update. Da bin ich dann mal gespannt. So. Wir haben eigentlich ein bisschen Gegenwind. Das ist ein Par 5. Ein Par 5 sollte eigentlich für uns, ja, okay. Wir sehen es da vorne, eine große, große Bunkerlandschaft. Ja, um da drüber zu kommen, müssen wir mal schauen. Es sind 600 Yards. Also das ist schon eine ordentliche Bahn. Das ist eine ordentliche Bahn. Eigentlich heißt jetzt erstmal den Ball hier nur aufs Fairway bringen und dann können wir vielleicht mit dem Holz hier drüber kommen. Oh, er startet mir zu weit links. Naja, aber er rollt auch nicht viel. Okay, das passt. Will be more than adequate. It's safely into the fairway. Naja, gut, 306 Yards bis zum Grün. Das werden wir nicht mit dem Holz schaffen. Das Holz. Now way back, better than 300 yards, a second to the par 5. Ja, man sieht es halt hier, ne? Ja, ja, jede Menge Bunker. Die dienen halt eben dazu, dass er hier nicht reinrollt. Power Approach. Ja, okay, wir haben hier einen Power Approach. Wir könnten das natürlich mal spaßeshalber probieren. Der Wind drückt den rüber. Power Approach heißt aber immer natürlich, dass wir nicht so präzise und so genau sind. Aber wenn der jetzt hier rechts rüber geht, dann müsste er doch da reinrollen. Das müsste doch passen. Ja, die Kurve macht er. Die richtige Kurve macht er. Das ist gut. Sehr schön. Well, just a good solid shot right there with that 3-wood, Frank. That's an aggressive layup, really. Trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. 31, es geht ganz schön hoch, ne? 31, ein Flopshot. Das Ganze geht dann rüber. Ein Flopshot oder doch den Pitch. Ein bisschen höher anspielen. Ja, komm. Sehr schön. Gute Länge, gute Distanzkontrolle. Okay, not too bad there. Ist mir aber trotzdem für meinen Geschmack etwas zu weit nach rechts gegangen. So, es ist Level. Das heißt, für uns immer ein kleines bisschen mehr geben. Das Ganze geht leicht nach links, aber ich glaube, hier über die Entfernung nimmt er das Break nicht so stark an. Oh! Oh! And he'll move to 3 under par, just 3 back. Oje, oje, das war ja über die linke mit halber Drehung. And Frank, what's the best way to go here? Hit your best, and then you're looking at making 2. Onto the 8th hole, Frank, nice par 3. Yeah, this is where the accurate iron player will definitely get an advantage over the field. So, wir kommen zur letzten Bahn. Schauen mal ganz kurz nochmal auf die Scorekarte. Wir haben hier 2 Birdies gespielt und standesgemäß natürlich ein paar 5. Und jetzt noch die 8, ein paar 3. Sollten wir definitiv nochmal schauen, dass wir hier das Pärchen spielen. Und wir sind im Moment geteilter Dritter. Ja gut, da kommen noch einige hinter uns rein, so wie es aussieht. Wir sind der Nachmittagsfly. Die ersten sind drin mit 65, 67, 68. Das ist nicht schlecht. Natürlich nicht. 68 ist ein paar 71, dieser Kurs, so wie es aussieht. Ja, und wir können uns da vorne in der Spitzengruppe dann hoffentlich festsetzen, sodass wir uns für den zweiten Tag, glaube ich, keine allzu großen Gedanken um den Cut machen müssen. Und uns tatsächlich nach vorne orientieren und konzentrieren können. Wir haben ein Hybrid. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Eisen 4 mit Wind. Auch nicht. Wir wollen hier definitiv nur aufs Grün erstmal.
haben aber ein bisschen Wind, der uns den Ball hier rüber treibt. Über den Bunker werden wir ja hoffentlich kommen. Das Ganze springt dann sowieso nach rechts. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt rechts von der Fahne zum Liegen kommen, ist es auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall nicht in dem Bunker landen. Das wäre schon mal schön. So, hoch anspielen. Ja, geht gleich rechts rüber. Das ist gut. Wenn er natürlich jetzt links bleibt. Ah, der ist zu schnell. Komm, bleib liegen. Ah, First Cut. Okay, das geht noch. Power just didn't have any touch. Now a second to this par 3. Ein Pitch. Das Ganze springt nach links. Nach rechts. Meine Rechts-Links-Schwäche. Das Ganze springt nach rechts. 12. Ein Drittel davon 8. Das sollte aber auch bis zum Stock kommen, sonst kann er nicht fallen. Ihr wisst ja, Schweizer Mathematiker. Okay. Dann versuchen wir das mal. 99 bis 100. Der müsste eigentlich sauber rauskommen. Und? Schade. Das wäre natürlich noch ein kleines Highlight gewesen hier. Mal wieder schön hier gestopft. Aber wir schauen, dass wir das Pärchen spielen. Das ist natürlich auch wichtig. Es geht ein bisschen bergab. Dann müsste das eigentlich so passen. Ja, sehr schön. Good roll there. It is a par here at the 8th. And this will stay a one-shot lead. So, jetzt rechnet er noch mal ein bisschen durch und so day one in the books. What a day it was for our featured golfer, leading by a stroke here on this Thursday. I remember the great Hale Irwin, Rich. He would always say, when you won in front, play like you won behind. That would be a good motto to take forward. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Steven, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Scorekarte und es ist schon witzig hier. An dem Paar, an der 15, müsst ihr mal genau drauf schauen, an der 15, ein Paar 4, da haben wir den anscheinend tatsächlich mit dem zweiten eingelocht zum Eagle. Interessant. Dann hat er uns dann nochmal an der 16 einen Birdie gegeben, hat uns dann wieder ein bisschen ausgebremst mit dem Bogey. Und dann nochmal an der 18 ein Birdie. Also wir spielen auf den zweiten 9 eine 31, 4 unter mit einem Eagle an einem Paar 4. Also das ist schon interessant auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich auch gescored. Hier mit 2 Birdies, 3 Pärchen und liegen jetzt tatsächlich auf dem Leaderboard an. Ja, nicht geteilt, sondern wir sind an erster Stelle und das lässt ja hoffen für dieses Turnier auf jeden Fall. Okay, das soll es erstmal wieder mal gewesen sein. Wir gucken, was wir hier an Punkten bekommen, denn wichtig, ich will hier auf jeden Fall dieses Turnier noch schnell durchziehen, um noch ein paar Punkte für den Pro Pass zu bekommen, wie hier, dass wir hier nochmal ein bisschen Level, nochmal ein paar extra Punkte machen, bevor es dann am Dienstag eben in die nächste Runde geht. Okay, das soll es für diese Runde gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich spiele dann im nächsten Video, geht es gleich weiter mit der zweiten Runde hier bei den Boston Open. Und wir wollen schauen, dass wir auf jeden Fall zügig jetzt die Korn Ferry Tour abschließen, vielleicht sogar noch bis zum Ryder Cup. Wir werden sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr Infos habt zu dem Update, das jetzt kommen wird für den Ryder Cup, das neue Season. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten vergesst nicht, immer schön fleißig abstimmen für den Matchplay, für den Livestream, wenn wir zum Ryder Cup dann hier live einen Matchplay spielen wollen. Und da bin ich mal gespannt. Im Moment ist es Köpker, Schaufele, das sind eure Favoriten. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal und ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ciao.